Please. Challenge everything. Nach der völligen Vernichtung eines Stützpunktes der IBG durch die Kampf. Unsere siegreichen Truppen ziehen unaufhaltsam weiter. Lächerlich, da keiner ahnt, wann. Die WA und der Asiatische. In der heutigen Sitzung des Sicherheitsrates. Die Anspannung ist groß. Und wieder einmal stürzt die westliche Allianz die Welt in einen Hat unser Präsident den Vorwurf der Beteiligung an der internationalen Befreiungsgruppe ziehen sich seit dem letzten Sieg der westlichen Splittergruppen angeblich um die Vorhaben. Die Truppen der westlichen Allianz ihre Angriffe unterdessen verstärkt. Ist es an uns, unseren europäischen Freunden beizutreten? Vertreter der WA sagten uns, dass ein General, Deckname Dr. Trax, verantwortlich ist für das Programm. Der Raub der Massenvernichtungswaffen der westlichen Allianz spricht eine mehr als deutliche Sprache. Weitere Berichte werden womöglich etwas schwierig. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Ihr könntet jetzt vielleicht denken, oh mein Gott, das Spiel hat eine schlechte Grafik, oh mein Gott, das Spiel ist alt. Aber Leute, die mich kennen, wissen, das ist eines der wenigen Spiele, das ich immer spielen werde. Command & Conquer Generäle, die Stunde 0. Für mich das Spiel überhaupt. Wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen die Auflösung verändern. Ja, besser auf jeden Fall. So. Wir machen jetzt mal die Kampagne, und zwar Asiatischer Pakt. Auf Feuer. Die Musik ist doch noch ein bisschen laut. So, also das Spiel habe ich seit einer Ewigkeit nicht mehr gespielt. Also könnte es eventuell etwas schwieriger werden. Guten Tag, während die westliche Allianz ihre Truppen zur Sicherung der Heimatfront abzieht, ist eine Kampfansage des Asiatischen Paktes gegen die IBG ausgesprochen worden. In einer Fernsehdiskussion hat unser Präsident den Vorwurf der Beteiligung an den Angriffen der IBG gegen die Truppen unserer Verbündeten voller Empörung und mit deutlichen Worten zurückgewiesen. Unsere Militärkommandeure melden den Abzug der IBG-Truppen aus den ehemaligen europäischen Stützpunkten der WA. Den Einsatz moderner Kriegsgeräte der WA durch die IBG wird der Asiatische Pakt mit allen Mitteln unterbinden. Aktuellen Umfragen zufolge unterstützt ein Großteil der Bevölkerung die Politik des Präsidenten und fordert eine schnelle Beendigung des Konfliktes. Soweit die neuesten Berichte von Sun Mei Ying. Bis morgen zur gleichen Zeit. So, also das Spiel ist ein komplettes Strategiespiel, wer es nicht kennt. Ich hätte nicht gedacht, dass die westliche Allianz so schwach ist. Ich verstehe nicht, warum die westliche Allianz das zugelassen hat. Das können wir nicht dulden. Der Asiatische Pakt muss etwas unternehmen. Die IBG hat uns mit dem heimtückischen Einsatz unserer Ressourcen vor aller Welt gedemütigt. Diese Verbrecher müssen für ihre Dreistigkeit bezahlen. Diese Dummköpfe denken, sie haben gewonnen, aber sie jubeln zu früh.
so, ich glaube, nach dieser Sequenz. General, die IBG hat die Einheiten der westlichen Allianz zurückgeschlagen. Unser Vergeltungsangriff war zwar verheerend, aber nicht effektiv genug. Nach dieser Sequenz ist, glaube ich, klar, warum ich asiatische Pakt spiele. Die IBG baut bereits neue Gebäude. Wir müssen diese Bastarde mit unseren Truppen aus ihren Löchern treiben, um die IBG endgültig zu vernichten. Gute Entscheidung. So, also die Steuerung. Damit muss ich erst nochmal klarkommen. Entschuldigung. Warum ich das spiele? Demnächst kommt der neue Teil raus. Unsere neuen Horchposten sind im Zielgebiet und warten auf ihre Befehle. Dafür habe ich natürlich auch schon, Die Horchposten selbst sind unbewaffnet. Allerdings feuert ihre Besatzung auf alle Feinde in Reichweite. Sie werden sehen, dass die Tarnfunktion und das enorme Sichtfeld dieser Einheiten unsere Position deutlich verbessert. So, also demnächst kommt der neue Teil raus. Höre den Feind ab. Ja, besser. Hören Sie irgendwas? Wir wissen, wo Sie sind. Aber, das wird wieder mal ein Back to the Roots Game. Beziehungsweise wieder mal, das ist. Dass Sie einige der Gebäude in der Nähe besetzen, um unsere Basis zu schützen. Ja, ist doch gut. Mach ich doch auch. So. Ja, also das Ding ist, dass das neue Game ein Back to Roots Game wird. Das heißt, dass genau auf dieses Spiel hier aufgebaut wird, was ich richtig geil finde. Und deshalb habe ich mich auch direkt für die Beta angemeldet. Den Trailer werde ich mal genau jetzt einspielen. So. Und wir spielen jetzt hier praktisch einmal komplett die Kampagne durch. Und dann werde ich mal noch ein paar Let's Play Togethers machen mit ein paar Freunden. Das werden praktisch so wie LAN-Party-Aufnahmen, könnt ihr euch das vorstellen. Genau, das Gebäude gehört uns. So, also Ziel des Spiels ist natürlich, Nein! Einheit verloren.
Oh nein. Die IBG finanziert sich über diese Bohrtürme. Eine unserer Standard-Cyborgs könnte die Bohrtürme einnehmen. Vielleicht zwingen wir die IBG dadurch in die Knie. Ja, probieren wir es mal. Also die IBG, das hier ist übrigens die deutsche Version. Im Original ist es so, dass das keine Cyborgs sind, sondern Menschen. Also das ist halt alles jetzt ein bisschen herabgestuft und ja. So, was gibt's sonst noch zu dem Spiel zu sagen? Zu kaufen gibt's das jetzt für Windows 7 in der neuesten Version in der Ultimate Edition. In der Ultimate Edition. Und das sieht dann wie folgt aus. Ihr habt die Möglichkeit, das praktisch die letzten 17 Jahre oder so. Also alle Command & Conquer-Titel der letzten 17 Jahre zu erwerben. Macht an sich für Fans auf jeden Fall Sinn, würde ich meinen. Ich hab's mir geholt. Einheit. Und ja, wie gesagt, ihr habt jetzt hier da drin auch die neueste Version, also auch Windows 7 kompatibel und alles. Und ja. Sinnvoll. Waffenfabrik, genau. Sinnvoll bei dem asiatischen Pakt sind die Panzer. Und zwar ein Mischmasch aus. Also ihr müsst da was beachten, und zwar ihr sollt so ein bestimmten Mischmasch einhalten in eurer Truppenstärke. Wo habe ich denn den anderen gelassen, der hier was baut? Hä? Untätiger? Ach da. Okay. So, meine Strategie beim Spiel. Überrollen. Und zwar, ja, man hat da mehrere Standardstrategien. Ich benutze immer möglichst ein Zusammenspiel aus diesen Infernalgeschützen. Nun, da wir einen neuen Stützpunkt errichtet haben, wird es Zeit, alle IBG-Einheiten in diesem Gebiet zu vernichten. Ja, also diese Infernalgeschütze und, normalerweise hat man halt noch diese Overlords hier. Die kann man dann noch aufrüsten. Und die haben dann halt auch Urangranaten. Und man kann dann auch ganz viel lustige andere Uran-Sachen noch erforschen. Und ja. Also Atomwaffen ganz stark. Und ich baue mal hier noch so eine Fabrik rein. So, erstmal wieder reinkommen und ein bisschen üben für die Jungs dann später. Nein! Mann! Ja, nun gut, dann. Benutzen wir mal die Drachenpanzer, die ganz witzig sind an sich. Einheit verloren. Ach, und dafür brauchen wir noch was. Ah, alles klar. Okay. Nein! So. Propagandazentrum.
Ja, also ihr seht schon, jede Einheit hat halt bestimmte Stärken. Und die Raketenwerfer sind natürlich nicht ganz so effektiv dagegen. Deswegen hole ich mal hier noch so ein Gatling Gun hin. Los! Fahr schneller! Einheit verloren. Ach nee. Ja, na gut. So, also das Spielprinzip ist, denke ich mal, klar. Rohstoffe sammeln, so eine ordentliche Verteidigung aufbauen und dann ordentlich mit Panzern alle überrollen. Es gibt natürlich auch verschiedene Raid-Taktiken, die wende ich aber eigentlich nur ungern an, weil der Spielspaß ja im Vordergrund steht und überrollen immer noch das Geilste ist an dem Game. Und wir könnten jetzt eigentlich schon mal unserer kleinen Streitmacht hier einen Angriff wagen. Aber wir warten mal noch, und zwar genau auf diese drei Infernalgeschütze. Und zwar, wir haben ja jetzt schwarzes Napalm erforscht, und wenn wir 5 Napalmgeschütze auf einmal feuern lassen, dann entsteht so eine Art Feuersbrunst, die sich so ein bisschen ausbreitet und eine gewisse Zeit lang länger aktiv ist und dadurch erheblichen Schaden an Gebäuden und allem möglichen Zeug macht. Und hier bei der IBG ist es wirklich wichtig, alles schnell zu erledigen, also wirklich wie Ungeziefer die Sache anzugehen und auszuräuchern und, naja, ihr wisst schon, was ich meine, weil die wirklich schnell alle möglichen Gebäude nachbauen. Und wenn man die Gebäude zerstört von denen, bleibt auch ein Teil übrig, so eine Art Bunker. Das werden wir uns jetzt gleich mal angucken. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier hoch in die Richtung. Wir spielen jetzt auf normal, das sollte es nicht ganz so schwierig sein. Und was da bei IBG ganz cool ist an sich eigentlich, die können sich selbst in die Luft jagen, soweit ich das noch weiß. Und die können, wenn die jetzt einen von mir zerstören, ein paar. Ja, okay. Wenn die einen Panzer von mir zerstören. General, die IBG hat in der Stadt mehrere Gebäude besetzt. Vielleicht können sie die verschanzten Einheiten mit Drachenpanzern neutralisieren. Ja, genau. So sieht es dann aus mit diesem Feuer. Also, wenn die einen von mir zerstören, dann können die mit ihren Einheiten. Einheit verloren. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Dann können die mit ihren Einheiten meine Technologie benutzen und ihre Einheiten verbessern. Einheit verloren. Oh Mann. So, also es ist wirklich ganz sinnvoll, hier erstmal alle Gebäude niederzubrennen. Weil die IBG wirklich... ja, hauptsächlich auf Fußsoldaten setzt.